Dein Video mit Julian Topp. Habt ihr das Video, das Interview gesehen mit Julian Nagelsmann? Ihr wisst, es war ein Interview, wo ich professionell wirken muss. Ne? Also, ich kann ja nicht für Prime Videos Sport da den Willi Abel machen. Aber war, glaube ich, ganz cool. Aber war, glaube ich, ganz cool. Wie ist es zum Treffen gekommen? Eigentlich relativ simpel. Ich bin ja, also mein fester Partner ist es nicht. Also ich und Sydney, wir werden ja immer so von Prime Video Sport eingeladen, was echt cool ist und was eigentlich auch so ein richtig cooles Placement ist. Und dann wurde ich gefragt, ob ich nicht Lust habe, Julian Nagelsmann kennenzulernen. Und dann meinte ich so, ja, warum nicht? Ist doch kein Problem. Dann bin ich nach München gefahren. Haben da zwei Videos aufgenommen, wir haben ein bisschen gequatscht, ein, zwei schöne Bilder gemacht und dann war es das. Abseits des Videos wurde dann auch mit Julian über einen Transfer geredet, aber das kann ja alles nicht im Video vorkommen. Auch mal den Eierwitz. Weiß nicht, ob den Julian so gut, ob der den so feiert, den Eierwitz. Ich habe ihm auch ein paar Tipps gegeben, so ist nicht. So ist nicht Chat. Also der weiß jetzt auf jeden Fall, wenn er irgendwo Taktikanalyse jemanden braucht, bin ich da. Es war wirklich interessant, so mal Julian Nagelsmann zu treffen oder beziehungsweise kennenzulernen. Ich meine, ist der Bayern-Trainer Hilfe. Ja.